So Leute, da sind wir beim nächsten News-Video für November. Es ist kurz vor Weihnachten, ich kann das immer noch nicht glauben. Und wie sonst auch immer teile ich das Video in wahrscheinlich drei Parts auf. Also fangen wir mit dem an, was letzten Monat so los war. Mir ist nämlich aufgefallen, letzten Monat habe ich extrem schlechte Viewerzahlen. Ich weiß nicht, ob das am Content liegt oder an irgendwas anderem. Wenn ihr da irgendwas an Vorschlägen habt oder ähnlichem, schreibt mir das mal. Bin dafür recht viel offen, weil ich kann nichts ändern, wenn ich nicht weiß, was die Leute doof finden. Aber Zahlen sind schon ziemlich mies im Vergleich. Nichtsdestotrotz haben wir letzten Monat ein Display-Set-Booster aufgemacht. Ich habe einen zweiten Reserve-Distalk gemacht. Es kamen zwei Deck-Decks, einmal von Storm, einmal von Dark Depths. Und ich durfte das Secret Lair aufmachen vom April Fools? Vom April Fools, ja. Und letzte Woche Freitag kam ein Video hoch, wie ich die Produktpalette von Zauberhand ein bisschen antesten durfte. Großartiges Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt und ihr auf der Suche nach einer Deckbox seid, einer Matte seid oder tatsächlich coolen Hüllen seid, guckt euch das Video nochmal an. Auf die Gameplays muss ich ja nicht wirklich eingehen, die sind ja bekannt, hoffe ich. Und ansonsten haben wir zwei relativ neue Pre-Release-Packs aufgemacht mit Corset 2021 und Ikoria. Ja, dann zum heutigen aktuellen, das allererste, das, wo die meisten Leute natürlich drauf spekuliert haben. Einmal hier. Der erste Gewinner und noch einmal der zweite Gewinner. Der erste Gewinner bekommt das Promo Premium Pack All Foil Gedöns und der zweite das normale Promo Pack. Dafür schreibt ihr beide mir bitte eine E-Mail in meinen E-Mail-Account. Hinten im Kanal kann man das nachgucken. Einfach auf Info klicken und unten dann bei E-Mail. Auch diesen Monat haben wir wieder ein Gewinnspiel, aber das kommt später. Ich will ja, dass ihr noch aktuell so ein paar aktuelle Sachen mitbekommt. Jetzt kommt erstmal ein ziemlich harter Monat auf uns zu. Auf mich zu. Ich habe nämlich fast keine Deck-Tags mehr, ich habe fast keine Gameplays mehr und vor allem habe ich keine kommentierten Gameplays mehr, weil die Produktion vom No Legacy December so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich jetzt, glaube ich, da schon bis auf zwei Videos alles produziert habe. Aber eben für den nächsten Monat noch nicht. Deshalb kann es sein, dass die Qualität der Videos im nächsten Monat ein bisschen drunter ist. Ich gebe mir aber Mühe, dass sie irgendwie dann doch vorhanden ist, immerhin. Des Weiteren gibt es einen Talk im Mitte des Monats zu Proxys, das wurde sich gewünscht und dem gehe ich natürlich gerne nach. Deshalb gibt es da einen Proxy-Talk, aber das ja, ist ein kleiner Spoiler. Ich kann sonst halt nicht viel zu sagen zu dem Monat, weil ich weiß noch nicht, welche Gameplays kommen, ich weiß noch nicht, welche Deck-Tags kommen. Das wird alles relativ spontan passieren und ja, mal sehen. Des Weiteren arbeite ich ja immer noch an dem Projekt, was ich euch demnächst hoffentlich mal zeigen kann. Aber ich glaube, das wird erst Januar soweit sein, dass das erste Video von der Series, die ich da plane, hochkommt. Ansonsten möchte ich mich hier nochmal bei euch bedanken, dass ihr trotz der wenigen Viewerzahlen in letzter Zeit super viel kommentiert und mit mir interagiert, mit mir schreibt. Finde ich super. Und um euch das zurückzugeben, gibt es natürlich das Gewinnspiel. Und zwar haben wir dieses Mal den einen Kommentar, der schwarze Katanas kriegen kann. Und ein anderer Kommentar, der ein Ikoria Promo Pack gewinnen kann. Wer sich mal fragt, warum ich davon so viele habe. Ich habe haufenweise davon gekauft für Videos und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass die Videos, die ich hiermit produziere, nur 2 oder 2,5 Minuten lang sind und die keiner gucken will, weil die für die Leute uninteressant zum Gucken sind. Die wollen die Dinger lieber aufmachen. Deshalb verlose ich die jetzt halt alle. Ist halt so. So, was ihr tun müsst, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, ihr müsst erstens Abonnent des Kanals sein. Zweitens, schreibt ihr mir in die Kommentare, ob ihr lieber die Hüllen oder die Karten haben wollt. Ich werde dann dementsprechend Leute randomized raussuchen, aber halt eben mit dem Wort Hüllen bzw. Karten. Macht lieber Karten. Ja, das ist diesen Monat echt ein kurzes Update. Wie gesagt, es gibt nicht viel zu erzählen. Ja, ansonsten in Zukunft wird das wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger mit Gameplays, da wir aktuell tatsächlich wieder kurz vor Lockdown sind und naja, auch im Local Game Store keinerlei
sanktionierte Plays mehr stattfinden dürfen und Wizards da selbst gesagt hat, nein, machen wir nicht mehr. Muss ich halt echt mal gucken, wie das mit den Gameplays weitergeht, weil es gibt Leute, die auf die Webcam umsteigen oder auf X-Match, Cockatrees, Magic Online oder ähnliches. Mein Fokus liegt auf Paper Magic und so cool ich auch tatsächlich es finde, dass Leute per Webcam mit echten Karten spielen, weil das ist immer noch besser als alles so in Digitalform oder ähnlichem. Für Aufnahmen finde ich es nicht schön, weil eben mit 2 bis 3 verschiedenen Qualitätsmerkmalen dann auf einmal aufgenommen wird. Das finde ich nicht schön und dahinter stehe ich nicht. Deswegen werde ich das nicht tun. Deshalb mal gucken, wie der nächste Monat wird und wie es bis zum Ende des Jahres aussieht. Deswegen hoffe ich, ihr bleibt alle gesund und wir sehen uns in dieser Form spätestens beim Blackie erklärt wieder. Oder eben Anfang nächsten Monats bei den neuen News-Videos. Bis dahin, euer Blacksea. Ciao, ciao.